Also wir haben ja Schichtdienst hier und das sind ja dann teilweise 10, 12 Stunden, die wir hier arbeiten. Also der Kollege wird eigentlich zum Freund irgendwann. Es kommt oft bei uns vor, dass wir Fundsachen nachforschen müssen. Und wenn sich die Leute dann freuen, dass wir das wieder bekommen haben und sie die, am Telefon dann bedanken, das ist was Schönes, ja. Dann sieht man auch mal an Karton einfach nur, wo Fundgegenstände, Koffer, Trolleys sieht man hier. Taschen unten, in dem Bereich Turnbeutel. Oben sind dann Nagelwagenstöcken und Regenschirme, die sind dann vorhanden. Also man merkt, das verstärkt halt meistens früh, wenn die Gegenstände liegen lassen und abends wollen sie es wieder haben. Und dann ist der Andrang dann größer, abends oder nachmittags schon. Und am Wochenende, man merkt am Montag früh zum Beispiel, ist dann mehr Gegenstände da vorhanden aufzunehmen, als wie zum Beispiel am Freitag Nachmittag. Nachmittag ist der Berufsverkehr. Wenn Zugverspätungen sind, dann rufen uns viele Leute an und fragen nach ihren Zügen. 15.25 Uhr wäre mit Umstieg in Würzburg oder 16.23 Uhr direkt? Alle beide mal ausdrücken, bitte. Jawohl. Also wichtig ist, dass man die Kundschaft ausreden lässt. Also dass er merkt, dass er angekommen ist, dass er an der richtigen Stelle ist und dass man dann versucht, höflich zu bleiben. Da spielt es einfach dann die Rolle, wenn man selber eine schlechte Laune hat, dann muss man einfach da versuchen, hier zu sein für die Kundschaft. Also wir hatten mal einen Kollegen, der hat einen Schrittzähler dabei gehabt. Wir waren bei ungefähr 13 bis 14 Kilometer am Tag.